Campino, bekannt als energiegeladener Frontmann der Toten Hosen, zeigt heute seine andere Seite als Dozent an der Heinrich-Heine-Universität. Mit einer Vorlesung über Gebrauchslyrik und Kästner, begleitet von Live-Musik, verspricht er einen unkonventionellen Unitag. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Tote Hosen-Frontmann Campino wird heute Nachmittag seine erste von zwei Vorlesungen als Gastprofessor an der Universität Düsseldorf halten. Das Thema seiner Vorlesung lautet Kästner, Kraftwerk, Cocksparrer, eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik. Im größten Hörsaal der Heinrich-Heine-Universität wird Campino sprechen, während ihn Hosengitarrist Kuddel musikalisch begleiten wird. Am 23. April wird Campino erneut im Hörsaal stehen, diesmal mit dem Thema Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit. Für die Öffentlichkeit besteht leider keine Möglichkeit, die Antrittsvorlesung live im Hörsaal mitzuerleben. Etwa 500 Tickets für den Hörsaal wurden vom 11. bis 15. März verlost und ein Livestream ist nicht geplant. Ob eine Videoaufzeichnung der Vorlesung zu einem späteren Zeitpunkt freigegeben und veröffentlicht wird, ist noch unklar. Wie schon in der Vergangenheit dürften die Eintrittskarten zu den Veranstaltungen auch diesmal heiß begehrt sein. Daher hat sich die Uni entschieden, die Karten zu verlosen. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.